Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Und es ist genauso gekommen, wie ich mir das schon gedacht habe. Das Saatgut hat nicht gereicht. Also müssen wir jetzt tatsächlich zum Händler fahren und Saatgut holen. Ich scroll mal kurz hoch. So weit hat es gereicht. Schaut euch das an. Nur die letzten beiden Vorgewände. Für die hat es nicht gereicht. Ja, es ist also nicht allzu viel, aber es ist aber auch nicht wenig. Und wenn ich das Nebenfeld da noch betrachte und da auch noch Wiese aussäen möchte, allerdings kann ich das, glaube ich, auch noch im nächsten Monat machen. Ja, genau. Ja. Dann braucht man noch eine ganze Menge Saatgut. Ey ja, was soll's. Es ist, wie es ist. Ich habe das erwartet. Ich schaue mal eben nach, aber die Silage, damit können wir das nicht stemmen. Nein, ich werde das jetzt. Wir fahren jetzt fort zum Händler. Ich werde noch einmal etwas den Kredit aufstocken müssen. Aber wenn wir das dann gemacht haben und erledigt haben, und alles angesät ist, dann kannst du nur noch vorwärts gehen. Dann sollte dann kein Problem mehr sein. So, mit dem Traktor hier sind wir doch ein bisschen schneller vorne beim Händler. Und genau da sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir. Ja. Ich mache mal eben die Anzeige an. 2899 Öcken haben wir noch. Das wird auf keinen Fall reichen. Nö, nö, das glaube ich also nicht. Geht das Verdeck aufzumachen? Jawohl. Okay. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Jawohl. So, das Geld ist weg. Wir haben noch, jetzt sind wir im Minusbereich wieder. Und die Sämaschine ist nicht ganz voll. Ja, so, jetzt muss ich mir wirklich überlegen. Wir haben jetzt ungefähr 3000. Also ca. 3000 wird das ergeben, wenn die Maschine voll ist. Und wenn ich die nochmal füllen möchte. Und mit dem Dünger wird es auch nicht ganz anders sein. Ich würde sagen, so wenigstens 20 sollte ich noch aufnehmen. Da wollen wir doch mal gucken. So, 70 haben wir schon. Da kann ich nur 30 nehmen. Da haben wir einen glatten 100er. Was soll's. Machen wir jetzt. So, gut. Okay. Dann können wir jetzt die Sämaschine voll machen. Das haben wir gemacht. Ja, genau. Reichlich 3000 sind es, dass die Maschine voll ist. Okay, dann kann der ja jetzt seiner Arbeit weiter nachgehen. Ja, ja, so ist das. Dann werde ich den mal von hier aus dahin schicken. Das sollte ja funktionieren. Oder habe ich das? Nee, ich habe das Feld von außen, glaube ich, noch gar nicht angebunden. Nee, nee. Das sehen wir uns halt gleich vor Ort wieder, wenn er seine Arbeit wieder aufnimmt. So, da sind wir. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die richtige Stelle finde, wo der aufgehört hat. Ah, ich sehe es schon. Da sollten wir aber nicht hier drüber fahren. Hier ist frisch angesät. Hier ist es jetzt nicht so problematisch. Da ist ja nur der Kalk. Und dreckig sind wir ja schon. So. Okay, na ist der Wegpunkt und da kannst du direkt weitermachen. Aha, jetzt bleiben hier so ein paar Stellen frei. Warum auch immer. Aber die richtige Linie ist es. Jetzt geht er ans Vorgewende, wie es aussieht. Ja.
Ah, der ist, glaube ich, schon in einem drin. Nee, das war noch nicht. Er geht jetzt erst rein. So, da wollen wir mal gucken, den anderen hier auch in die Gänge schicken. Komm mal her, mein Guter. Wir bringen jetzt mal den Grupper weg. So, komm mal mit. Dann kannst du dich nämlich um die Wiese schon mal kümmern und da schon mal kalken. Und Kalk werden wir auch noch kaufen müssen, garantiert. Das Gefühl habe ich, aber ich kann mich auch täuschen, das werden wir dann erleben, ne? Na komm. So, ah, ist fast voll. Schauen wir mal. Vielleicht reicht der Kalk. Wäre nicht schlecht. Naja, ich hatte eine Reihe überspringen eingestellt hier. Deswegen, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, dass das so komisch aussieht. Seht, hier ist jetzt das beste Beispiel dafür. Dieser kleine Bogen hier außen, der sorgt dafür, dass hier auch die Bögen entstehen im Vorgewände. Ja. Und das ist das, was ich immer versuche zu umgehen, wenn ich die äußere Kante versuche gerade zu machen, ne? Naja, egal. So, jetzt stelle ich den mal hier drauf. Da müssen wir jetzt erstmal einen Kurs machen, ne? So. Okay. Einen Job wollen wir erstellen. Feldposition. So. Generator öffnen. Wir haben eine Arbeitsbreite von 12,2 Metern. Ich gehe runter auf 12. Ich brauche nur ein Vorgewende, würde ich mal sagen. Ja. Wir fangen auf den Bahnen an. Ich sage auch weich. Lass mal alles, wie es ist. Generieren. Genau so lasse ich den arbeiten. Das soll funktionieren, denke ich mir. Okay. Das wäre Feld 3 mit 12 Metern. Wiese. 03. Kalken mit 12 Metern. Okay. Erster Wegpunkt. Und ab. So, die Hälfte der Zeit ist schon wieder um. Das geht wieder schnell. Ah, der da drüben macht sein Ding. Dann haben wir dann schon mal die Gerste im Boden, das ist gut. Und der kann hier kalken jetzt. Ja, du musst hier umdrehen, musst da anfangen, nicht? Ja. Du machst das schon. Jetzt erstmal einen Schluck trinken. Und los geht's. Okay, ja, das ist auch so ein Ding. Das sieht viel weiter nach außen aus. Wieso wird das nicht bis dahin auch gerechnet, dass er so weit reicht, wenn man es doch sehen kann? Aber nö, ist nicht. Egal. Hauptsache, der macht seinen Job ordentlich. Alles andere ist mir. Ich glaube, bei dem anderen muss ich noch mal einhaken. Irgendwie hat er hier ein ganzes Vorgewende ausgelassen durch das Neuansetzen, wie es aussieht. Da müssen wir nachher kleiner mal dahinter. Bleiben wir gleich mal dabei. So lange dauert das ja nicht. Ich mache das hier mal weg. So. Ja, und mein Monk sagt gerade zu mir, dann kann ich auch die Flecken hier entfernen. Das werde ich auch machen. Saatgut wird sparsam verbraucht, wie ich sehe. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut.
Mal gucken, wie weit wir dann auf der Wiese kommen. Denn nochmal aufstocken möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, hier vorne hätte er rumgemusst. Das machen wir dann gleich von Hand. Ja, ja, die Banaus, man darf die nicht aus den Augen lassen. Der meint jetzt gleich, er ist fertig hier. Ja, genau das wird jetzt gleich passieren. Ja, und da muss ich ihm zeigen, dass dem nicht so ist. Macht das schön ordentlich. Jawohl. So. Gut, du meinst, du bist fertig. Bist du aber nicht. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich... Aha, der muss von hier unten da hochfahren. Er hat hier unten die falsche Linie erwischt schon. Und zwar schon hier in dem Bereich. Ja. Dann fahren wir jetzt hier lang. Ach so, ich muss erst aufklappen. Ja. So. Runter damit. Anschalten. So. Hochheben. Kein Saatgut vergeuden. So, und jetzt lasse ich den hier die Tour fahren, muss ich aber dabei bleiben, sonst nach, dann macht er mir das letzte Vorgewende auch nochmal. Nimm den Nähdeckel zu. So, nahester Wegpunkt und ab. Das geht ja schließlich nicht, so einen Streifen kann man nicht lassen. Nö. So wird der Schuh draus. So klappt das. Und der hat da bald nur noch das Vorgewende daneben an. Naja, gut. Dreimal so viel Arbeitsbreite wie er hier. Ganz klarer Fall. Macht halt was aus. So, ich hoffe, du setzt jetzt richtig an. Und lässt nicht wieder was unbesät. Ja, das klappt. Prima. So, da muss ich dann gleich eingreifen, denn sehr viel weiter braucht er nachher nicht. Er muss bloß noch um die Ecke rum. Dieses Stück und dann ist es okay. Und da vorne die Flecken, die mache ich von Hand eben. Da fahren wir hin. So. Halt. Jetzt nehme ich mal den Kurs raus und jetzt fahren wir davor. Denn wenn wir schon hier auf der Reihe sind, können wir das auch machen, ne? So. Okay, dieses Feld ist fertig. Muss dann nur noch gedüngt werden, denn das kann die Maschine nicht. So, und hier wird er dann als nächstes arbeiten. Hat der Kalk nicht gereicht? Sieht ganz so aus, der steht da oben. Tatsächlich, der Kalk hat nicht gereicht. Nicht ganz. Na gut, wie viel Zeit haben wir noch? Ein klein wenig. Aber mit dem Traktor schaffe ich das nicht.
Da müssen wir nochmal umhängen. Denn da muss ich ja vor bis zum Händler. Weil er fährt langsamer und dann durch das Schalten ständig büßt man noch mehr Zeit ein. Das ist nicht so toll. Lass das Teil mal fallen und stell dich mal da an die Seite. So, da bleibst du erstmal stehen. Und dann nehmen wir uns den hier. Der ist einfach schneller und auch kräftiger und keine Handschaltung. So, abladen das Teil. Das müssen wir uns hier schnappen hier. Wir müssen tatsächlich nochmal Kalk holen. Naja, ja, die Wiese ist auch etwas größer als das Feld, was wir hier links haben. Ich habe es auch irgendwie schon erwartet. So, da werden wir mal ganz schnell davor fahren. Das Geld sollte reichen für Kalk und eventuell nochmal Saatgut auch. Und dann sollte alles im Boden sein und alles erledigt sein, was geht. Dann haben wir noch ein bisschen Silage wegzubringen. Das wird gerade noch verarbeitet. Ist im Moment noch dran, ist aber nicht mehr viel. Ja, und dafür wollen wir schauen, wie es vorwärts geht, dass wir dann bald das erste Mal Gras mähen und dann halt alles auf die Reihe kriegen, ne? So, da sind wir. Da werde ich den mal da hinstellen, wo er also weitermachen muss, damit die Wiese dann auch fertig ist. Und ich werde auch mit diesem Traktor die Wiese ansäen, ganz klar. Es geht einfach schneller und besser und den kleinen Traktor, ich bin ganz doll versucht, den abzugeben. Aber noch mache ich es nicht. So alleine zum Händler schicken kann man den ja. So. Na, ist der Wegpunkt ist drinne. Nee. Oh, das kann man auch schlecht sehen hier. Nahester Wegpunkt. Letzter, nahester. Wo ist denn das Dreieck? Das ist überhaupt nicht da. Ach, der Kurs ist raus. Ach ja, ich habe die Traktoren getauscht. Stimmt. Ach, dann machen wir das doch von Hand hier. Da machen wir jetzt gar nicht großes Federlesens. So, los. Zack, zack, zack hier. So, wenn wir das schon von Halt machen, dann können wir den Fleck hier unten wegmachen. So, erledigt. Ja, meine lieben Zuschauer, es ist getan. Das Feld ist gekalkt, oder besser gesagt die Wiese, die zukünftige. Gerste ist im Boden. Wir haben alles geschafft bisher. Ich muss dann nur noch sehen, dass ich den Dünger auf beide Flächen kriege. Und das kriege ich hin. Ganz bestimmt. Dann werde ich jetzt erstmal aussteigen hier. So, meine lieben Zuschauer, das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen von euch nach oben. Und ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video. In dem Sinn sage ich jetzt Tschüssi für heute. Macht's gut, passt bitte gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Eure Marietzle.